Auch heute Morgen sind noch keine Flüchtlinge hier in die Türkei gekommen. Es bleibt dabei, die türkischen Behörden hier, auch der Gouverneur der türkischen Provinz Kilis, sagt, man könnte die Flüchtlinge besser auf der syrischen Seite versorgen. Hilfsorganisationen, aber auch der türkische Staat haben dort ja Lager aufgebaut und es sollte jetzt noch ein zusätzliches Lager dort aufgebaut werden. Gleichzeitig hört man allerdings auch aus verschiedenen Quellen, dass wohl die Ersatztruppen an die türkische Grenze näher kommen. Es gibt da die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und von der hört man, dass sie wohl 25 bis 30 Kilometer von der türkischen Grenze noch entfernt sind. Diese syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gilt als für gewöhnlich gut informiert. Also im Moment ist es so, dass zumindest die türkische Seite sagt, ja, wir können die versorgen, wir bringen Lebensmittel dorthin, wir bringen Zelte dorthin. Von dort hört man, dass wohl ein Teil der Zelte beheizt ist, aber ein anderer Teil nicht. Jetzt ist es nachts oder auch heute Morgen ziemlich kalt hier in der Region. Gute Versorgung, es ist immer so eine Frage, was ist das? Die werden im Moment versorgt, aber wenn jetzt immer noch mehr Flüchtlinge kommen aus der Region Aleppo, dann sprengt das natürlich irgendwann den Rahmen und der Druck auf die Türkei, diese Grenze zu öffnen, wird dadurch immer größer. Man hört aus der EU Forderungen, dass die Türkei doch die Flüchtlinge ins Land lassen soll. Auf der anderen Seite will ja die EU, aber auch Deutschland wollen eigentlich nicht, dass immer noch mehr Flüchtlinge dann durch die Türkei durchreisen und weiterziehen nach Griechenland. Was die Kanzlerin in diesem Punkt genau will, weiß man nicht, aber die Türkei sagt an der Stelle auch, wenn wir jetzt diese Flüchtlinge auch noch aufnehmen sollen, dann müssen uns die EU-Staaten da finanziell noch mehr unter die Arme greifen. Das könnte ein Thema sein. Bisher heißt es ja, 3 Milliarden Euro soll die Türkei bekommen. Vielleicht wird da noch was oben drauf gelegt heute.